Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin Philosophin und ich habe einen Lehrstuhl für praktische Philosophie und lehre da auch Ethik und es ist jetzt eben die Perspektive der Ethik, die ich einnehme. Ich habe mal mit mir selber angefangen und festgestellt, ich besitze ein Auto, ein Smartphone, eigentlich sogar zwei, verschiedene Kleider, eine ganze Menge, einiges an Schuhen und ja, das ist noch aus dem alten Vortrag, also Fleisch esse ich jetzt weniger, seit ich mich mit der Konsumentenethik befasse, eigentlich passt gar keins mehr. Okay, das gehört alles zu meinen Konsumentscheidungen. Und jetzt ist halt die Frage in meinem Vortrag, ob dabei ein moralisches Problem besteht oder ob ich mich frei entscheiden kann, was davon ich kaufen oder machen will, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das ist die Ausgangsfrage. Was ich jetzt weiß, ist, dass Millionen von Menschen, besonders in Entwicklungsländern, unter gesundheitsgefährdenden oder sogar lebensbedrohlichen Arbeitsbedingungen in Sweatshops leiden, unter den Folgen des anthropogenen Klimawandels leiden oder unter den Folgen der Lebensmittelproduktion und vielen anderen Implikationen der derzeitigen Lebensweise in Industriestaaten. Hat jetzt das etwas mit meinen zuvor erwähnten Konsumentscheidungen zu tun? Habe ich etwa die moralische Pflicht, auf Auto, Smartphone, das Fliegen zu Konferenzen, hat ja Herr Pech gerade noch mal gesagt, Fliegen ist extrem belastend für die Umwelt und die ganzen Kleider von herkömmlichen Herstellern zu verzichten? Darf ich meine Lebensmittel nur noch aus der Region beziehen? Ich habe jetzt quasi das ganze Thema, das Herr Pech vorher aus der Sicht der Ökonomie dargestellt hat, jetzt mal als moralische Frage für Konsumenten umformuliert. Die Gliederung meines Vortrags ist wie folgt. Ich mache erst ein paar Vorbemerkungen zu Pflichten, dann ein paar Vorbemerkungen zu Konsumenten und dann schaue ich mir ein Beispiel an, nämlich Textilindustrie. Und dann werde ich zwei Reaktionsweisen, nämlich das Modell individueller moralischer Pflichten und das Modell der sozialen Verantwortung untersuchen und am Ende ein Fazit ziehen. Gut, jetzt also mein eigentliches Beschäftigungsfeld, die Vorbemerkung zu Pflichten, was wir Moralphilosophen so machen. Was ist eigentlich das Problem mit Pflichten? Ja, Pflichten, die schränken unsere Handlungsmöglichkeiten ein. Wenn ich eine Pflicht habe, dann muss ich die Handlungsmöglichkeit, die gegen die Pflicht verstößt, ausschließen. Und die Frage ist natürlich, weil das meine Handlungsfreiheit einschränkt, in welchen Fällen man legitimerweise von uns fordern kann, unsere Handlungsoptionen einzuschränken. Wie unterscheiden sich diese Fälle von solchen, in denen es zwar erfreulich ist, wenn wir anderen Gutes tun, aber das nicht von uns gefordert werden kann? Ich glaube, wie einige andere Leute in der moralphilosophischen Tradition auch, dass es starke und schwache Pflichten gibt. Ich glaube, dass starke Pflichten sich auf grundlegende Güter beziehen und insofern dringlich sind und eindeutige Handlungs- oder Unterlassungsanweisungen enthalten, sind also bestimmt. Und die schädlichen Folgen von Pflichtverletzungen sind eindeutig zurechenbar. Die Zurechenbarkeit und die Erfüllung von starken Pflichten ist zumutbar. Jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wenn ich ein neues Handy will, darf ich das nicht stehlen, sondern ich muss es kaufen, auch wenn ich mir dann aufgrund begrenzter Mittel andere Dinge nicht leisten kann. Also die Handlungsoption, das Handy, das jetzt im Laden so liegt, einfach so einzustecken, ohne dafür Geld zu bezahlen, die ist durchgestrichen. Da gibt es eben eine starke Pflicht, das nicht zu tun. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Person, der ich stehle, dadurch einen Verlust hat, das ist die Dringlichkeit, es ist klar, was ich tun soll und was nicht, nämlich das Handy nicht stehlen, das ist die Bestimmtheit. Die schädlichen Folgen der Pflichtverletzung sind eindeutig zurechenbar, nämlich ich habe es gestohlen, ich habe gegen die Pflicht verstoßen und die Erfüllung der Pflicht ist mir zumutbar. Man kann durchaus von mir verlangen, das Handy nicht zu stehlen, sondern meine anderen Konsumentscheidungen so einzuschränken, dass ich mir halt das neue Handy leisten kann, auch wenn es dann für die Lederjacke nicht reicht. Alles klar? Gut. Soweit. Okay. Schwache Pflichten, die beziehen sich auch auf grundlegende Güter, also auch dringlich. Ihre Erfüllung ist zumutbar.
Aber mit ihnen sind keine eindeutigen Handlungs- oder Unterlassungsanweisungen verbunden. Schwache Pflichten sind unbestimmt. Oder die schädlichen Folgen der Pflichtverletzung sind nicht eindeutig zurechenbar, mangelnde Zurechenbarkeit. Es wird uns alles später wieder begegnen, wenn ich versuche, einen starken moralischen Case aus Konsumentscheidungen zu machen. Gut, für eine schwache Pflicht habe ich auch ein Beispiel, nämlich in der philosophischen Debatte ist ein Standardbeispiel. Millionen Menschen sind vom Tod durch armutsbedingte Ursachen bedroht. Das ist dringlich. Durch eine Spende an Brot für die Welt kann ich vielleicht einige von ihnen retten, aber es ist sehr unbestimmt. Also, ob ich jemand retten kann, wie viele ich retten kann, wen ich retten kann. Die schädlichen Folgen der Unterlassung der Spendenhandlung sind mir nicht eindeutig zurechenbar. Also, wenn ich jetzt keine 100 Euro an Brot für die Welt spende und alle anderen hier drinnen auch nicht, dann ist jetzt nicht klar, wer hat jetzt bewirkt, dass die Person X jetzt nicht gerettet werden konnte oder nur so und so lang gelebt hat. Mangelnde Zurechenbarkeit. Darum handelt es sich hier nur um eine schwache Pflicht, Geld zu spenden. Gut. Je weniger die Kriterien des Bezugs zu grundlegenden Gütern, der Bestimmtheit und der Zurechenbarkeit erfüllt sind, desto schwächer ist die Pflicht und desto weniger kritikwürdig die moralische Verfehlung. Also nehmen Sie das erste Beispiel mit dem Handy, das Ihnen jemand gestohlen hat. Da würden Sie sagen, das ist schon eine Schweinerei. Man muss doch wissen, bei so einem iPhone 7, wie lange jemand dafür gespart hat, und es einfach wegzunehmen, ist ja schon sehr unfair. Während wenn jetzt jemand nicht an Brot für die Welt gespendet hat, würden Sie sagen, ja, das ist jetzt auch nicht so toll moralisch, aber doch irgendwie weniger schlimm, als jetzt dieses 1000 Euro iPhone zu stehlen. Oder auch nicht, wer weiß. Also es gibt Leute, die das anders vertreten, aber ich finde es so erstmal plausibel, können wir nachher drüber reden. Der Übergang zwischen starken und schwachen Pflichten ist ein Kontinuum. Die Kriterien, die starke von schwachen Pflichten abgrenzen, sind graduierbar. Schwache Pflichten können stark werden, sobald die Pflicht an Bestimmtheit und die Schäden an Zurechenbarkeit gewinnen. Das ist halt ganz wichtig mit dieser Zurechenbarkeit der Schäden. Weil man würde natürlich sagen, die Person, die mir das iPhone entwendet hat, die hat mir halt den Schaden von 1000 Euro erzeugt. So viel hat das iPhone 7 gekostet. Aber wenn jemand mir jetzt kein Geld spendet, ist die Frage, ja, wen soll ich jetzt genau dafür verurteilen, dass ich jetzt nicht mehr Geld bekommen habe? Es hätten ja so viele Leute was spenden können, während die Person, die mir das iPhone gestohlen hat, eindeutig identifizierbar ist. Gut, dann gibt es noch supererogatorische Handlungen, die sind moralisch gut, aber nicht verpflichtend. Ihre Unterlassung ist kein moralisches Unrecht und verdient keinen Tadel. Ein Beispiel dafür, hier unter A, Handlungssupererogation aufgeführt, ist die Beförderung nicht grundlegender Güter. Also mein Kollege, dem geht es immer besser, wenn ich den zum Essen einlade, weil der kann nicht kochen und ist auch immer so ein bisschen einsam. Und wenn ich das mache, dann befördere ich das Gute in der Welt. Aber wenn ich es halt nicht mache, kann man mir keinen moralischen Vorwurf machen. Das ist moralisch gut, aber nicht gefordert. So, zweitens, ganz klassisch, Supererogation. Jemand erfüllt eine Pflicht unter unzumutbaren Bedingungen. Also, ich laufe in das brennende Haus, um das Kind der Nachbarn rauszuholen. Da setze ich mein eigenes Leben aufs Spiel und das kann man von mir nicht verlangen. Das ist unzumutbar. Wenn ich es doch mache, bin ich eine Heldin. Oder jemand opfert ihre eigenen Interessen sehr weitgehend für andere, hat kaum mehr ein eigenes Leben und tut ständig anderen Gutes, ja, das kann man auch von keinem verlangen, das heißt dann heiligen Supererogation. Also so jemand ist moralisch sehr, sehr guter Mensch, aber von uns allen kann man nicht fordern, dass wir das tun. Wir haben dann Hochachtung vor Leuten, die es machen, aber es ist keine allgemeine Pflicht, es liegt jenseits der Pflicht. Es ist moralisch gut, wenn man es tut, aber kein Unrecht, wenn man es unterlässt. So, schwache Pflichten unterscheiden sich von starken Pflichten dadurch, dass die Kriterien der Bestimmtheit oder der Zurechenbarkeit nicht erfüllt sind. Schwache Pflichten beziehen sich auch auf grundlegende Güter und sind zumutbar, weil wenn etwas nicht von mir verlangt werden kann, also unzumutbar ist, dann kann ich auch keine Pflicht haben, diese Handlung auszuführen. Das ist meine Überlegung. Ja, ganz wichtig. Pflichten müssen zumutbar sein für die Akteurin. Supererogatorische Handlungen unterscheiden sich von Pflichten durch das Kriterium der Unzumutbarkeit, haben wir gerade gesehen.
wenn ich eine Heldin oder Heilige sein muss, um die Sache zu machen, oder der mangelnden Dringlichkeit. Wenn ich jetzt halt den Kollegen zum Essen einlade, ist schon nett von mir, aber das kann er jetzt nicht von mir erwarten. Und er kann auch nicht sagen, du bist ein unmoralischer Mensch, wenn ich es jetzt nicht tue, sondern er kann dankbar sein, wenn ich es mache, aber er darf nicht sauer sein, wenn ich es nicht mache. Jedenfalls nicht berechtigterweise sauer sein. Gut, so viel zu Pflichten, supererogatorischen Handlungen und so einer normativen Landkarte, die ich hier vorgeschlagen habe. Gut, jetzt kommen wir zu den Konsumenten. Ich habe also jetzt erst über Pflichten geredet, um dann zu fragen, können Konsumenten bestimmte moralische Pflichten haben? Ja, der Konsument, die Konsumentin erwirbt käuflich zur Nutzung, zum Verbrauch hergestellte Güter. Durch seine Nachfrage steht er oder sie in Beziehung zur Produktion dieser Güter durch Wirtschaftsunternehmen. Diese sind bei der Produktion und beim Verkauf der Güter gesetzlichen Bestimmungen unterworfen. Diese Regelungen haben das Ziel, Schädigungen der Konsumenten und vom Produktionsprozess betroffener Dritter zu vermeiden oder zu vermindern. Jetzt gibt es die Position der Ablehnung moralischer Verantwortung. Also es gibt Leute, die sagen, Konsumieren hat nichts mit Moral zu tun. Konsumenten drücken am Markt ihre Präferenzen aus. Dabei wird das Ziel der Nutzenmaximierung unterstellt. Konsumenten sind nur ökonomischen Beschränkungen, was sie sich leisten können, unterworfen. Also die Frage ist dann nur, ja, wenn ich mir nicht die Lederjacke und das neue iPhone leisten kann, für was entscheide ich mich? Ich bringe meine Präferenzen zum Ausdruck. Apple kriegt mein Geld oder halt die Marke, die die Lederjacke anbietet. So, aber wende ich gegen diese Position ein, es gibt moralisch-rechtlich gerechtfertigte Beschränkungen des Konsums. Durch die Nachfrage nach manchen Produkten oder den Erwerb mancher Produkte können nämlich Dritte geschädigt werden. Jetzt habe ich drei Beobachtungen gemacht zu dieser Konsumentenfrage, nämlich die erste Beobachtung, die rechtlichen Regelungen schränken die Produktion von Gütern ein, deren Produktion zum Beispiel bei Kinderpornografie oder Konsumtion zum Beispiel bei Drogen als schädlich qualifiziert wird. Also im Fall der Kinderpornografie schädlich für die Kinder und im Falle der Drogen schädlich für die Konsumentin selber. Diese Waren gibt es auf dem Markt nicht legal zu erwerben. Die sind vom Markt genommen durch den Gesetzgeber. Hier ist der Konsum dadurch nur illegal zu erwerbender Güter rechtlich vorwerfbar. Also, sprich, diese Beobachtung zeigt, nicht alles, worauf wir Lust haben, können wir einfach so durch Nachfrage mal auf den Markt beschwören, sondern es gibt Dinge, die halt Dritte schädigen oder uns selber, die legal nicht zu erwerben sind. Zweite Beobachtung. Unter idealen rechtlichen Regelungsbedingungen, die schädigende Produktion oder Konsumtion verbieten, könnten wir unseren Konsum im Rahmen dieser Regeln tatsächlich ausschließlich an unseren Präferenzen orientieren. Also wenn klar wäre, es sind jetzt nur Produkte auf dem Markt, durch die keine Dritten geschädigt werden und durch die ich mich auch nicht selbst schädigen kann, dann könnte ich jetzt echt frei auswählen und sagen, ich möchte jetzt halt das iPhone oder die Lederjacke. Ja? Ist alles moralisch unbedenklich, geht jetzt wirklich dann nur darum, was ich lieber mag, was mir wichtiger ist. Aber, das ist die dritte Beobachtung, diese idealen rechtlichen Regelungsbedingungen haben wir de facto nicht. Längst nicht alle Güter, die in der Wertschöpfungskette Schädigungen implizieren, zum Beispiel in der Textilindustrie, und darüber werde ich dann noch genauer sprechen, oder für die Konsumenten selbstschädigend sein können, zum Beispiel Genussmittel, sind rechtlich verboten. Also wir haben keinen in rechtlicher Hinsicht idealen Markt derzeit. Deswegen kann ich die Frage stellen, ob Konsumentinnen selbst moralische Pflichten haben, auf den Konsum bestimmter Güter zu verzichten. Beziehungsweise ist das Verhalten von Konsumentinnen moralisch vorwerfbar, wenn sie zum Beispiel ein billiges T-Shirt, und jetzt wissen wir ja, ob es billig ist oder teuer, macht in der Hinsicht oft keinen Unterschied, oder ein ganzes Outfit von einem Hersteller beziehen, der die Ware in Sweatshops produzieren lässt. So, und jetzt komme ich zu meinem Beispiel aus der Textilindustrie. Also,
ganzen Aufbau haben Sie hoffentlich verstanden. Die moralische Frage stellt sich halt dann, wenn die rechtlichen Regelungen nicht so optimal sind, dass sie eine schädigende Produktion für Dritte halt ausschließen. Und dann stellt sich die Frage, ob die Konsumentin hier unter diesen nicht idealen rechtlichen Bedingungen selber bestimmte moralische Pflichten haben. Okay, so Textilindustrie. Pro Jahr werden 80 Milliarden Kleidungsstücke ungefähr produziert. Pro Kopf werden in Deutschland 12 Kilo Bekleidung gekauft. Das ist eigentlich ziemlich viel, also das sind mehr als so zwei Taschen, die man noch bequem tragen kann. Die Deutschen kaufen ca. 100 Millionen Jeans. Jeder Deutsche kauft im Schnitt 5 neue Kleidungsstücke pro Monat. Da will ich mich jetzt gar nicht so ausnehmen. 5 Teile ist schon ganz schön viel. Der Schrank quillt ganz schön über. Und lange in der Zeitung beobachtet worden, seit mehreren Jahren schon, der sogenannte Primark-Effekt. Die billige Kleidung oder halt je nachdem, wie viel Ressourcen man hat, auch die teure, wird nach kurzer Zeit weggeworfen. Bis zu 40% unserer Kleidung wird selten oder gar nicht getragen. In Europa werden jährlich 5,8 Millionen Tonnen Kleidung weggeworfen. 75% landen auf der Müllkippe oder werden verbrannt. Also irgendwie zeigen diese Zahlen, dass die Kleidung für die Konsumentinnen in den westlichen Ländern oder zumindest für viele von ihnen nicht so überlebensnotwendig ist, sondern eigentlich eher im Überfluss gekauft und dann gar nicht dringend benötigt wird. Das soll jetzt, sollen diese Zahlen zeigen. Also sprich, es wäre doch zumutbar, hier ein wenig Verzicht zu üben. Gut, dann jetzt von der anderen Seite die Berichte über die Zustände in den Produktionsstätten, die uns zugänglich sind, im Internet und auch immer wieder in der Zeitung aufbereitet werden. Dort gibt es Kinderarbeit, zu niedrige Löhne, unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, unmenschliche Arbeitsbedingungen, regelmäßige Überstunden, schlechte Unterbringung, körperliche Gewalt, gesundheitsschädigende Materialien und Chemikalien. Dann wissen wir auch, Bangladesch ist ein großer Textilexporteur, China auch. Also wenn man jetzt Made in Bangladesch oder Made in China in den Kleidungsstücken hat, dann kann es sein, dass die entsprechenden Textilien unter solchen Bedingungen hergestellt worden sind. Es gibt sehr viele Sicherheitsmängel in inspizierten Fabriken, zum Beispiel in Bangladesch, Baumängel. Dann Mindestlöhne sind keine Existenzlöhne. Eine Näherin in Bangladesch müsste für einen existenzsichernden Lohn 7 Tage die Woche 22 Stunden arbeiten und das ist natürlich gar nicht menschenmöglich. Jetzt noch ein kleiner Preisvergleich. Eine fair produzierte Jeans bei Armed Angels kostet zwischen 89,90 und 120 Euro. Bei Primark gibt es Jeans für unter 10 Euro. Eine Trainingshose von Nike kostet zwischen 45 und 400 Euro. Also wer sich Nike leisten kann, könnte sich eigentlich auch Armed Angels leisten. Dann gibt es große Umsatz- und Gewinnsteigerungen, zum Beispiel bei Primark und bei Nike. Und das bringt mich zu der Überlegung, dafür die zwei Schaubilder, wer bekommt die 100 Euro für meine Turnschuhe, worauf es mir da ankommt, ist einfach, dass der Lohn der Näherin hier auch Löhne in dem Gesamtbild sehr wenig Raum einnimmt, also 0,4% da auch, während, und das ist jetzt hier bei Marke aufgeführt, dieser Gewinn der Marke im Verhältnis zu dem Lohn, den die Leute bekommen, die die Sachen produzieren, relativ hoch ausfällt. Ja? Auch hier in diesem Schaubild, die nochmal 14% Profit, also Nettogewinn quasi auszeichnen. Okay, diese Überlegung führt dann zu einer Überlegung, die jetzt andere auch schon sehr viel hatten, nämlich, ja, was müsste denn die Konsumentin mehr bezahlen,
um ein faires Produkt zu bekommen. Also hier ist es aufgeführt unter 90 Cent Buys Factory Safety in Bangladesh on 22-Dollar Jeans. Also ich bin ja keine Ökonomin, aber andere Leute haben es ja versucht irgendwie zu berechnen, wie man jetzt dadurch, dass man mehr für das Produkt bezahlt, dann eine fairere Produktion hinbekommen kann. Was ich durch die anderen Schaubilder zeigen wollte, war, dass mal so in general gesprochen bei dem, was wir an Bekleidung konsumieren und davon wegwerfen, es zumutbar wäre, durchaus weniger zu kaufen und für das weniger etwas mehr zu bezahlen. Und es wäre auch für die Firmen zumutbar, etwas weniger Gewinn zu machen und dafür die Arbeiterinnen fairer zu entlohnen. Gut. Rechtlich ist es globalen Unternehmen in der Textilindustrie erlaubt, in Entwicklungsländern billig zu produzieren, da innerhalb dieser Länder, zum Beispiel in Bangladesch, nicht dieselben Produktionsstandards gelten wie in Europa. Dies betrifft Sicherheitsstandards sowie Verbote von Kinderarbeit, Regelungen von Mindestlöhnen, Arbeitszeiten und so weiter. Das Beispiel, das Sie alle kennen, im April 2013 stürzte eben in Dhaka in Bangladesch das mehrstöckige Fabrikgebäude Rana Plaza ein. Es war baufällig und Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet. Über 1000 Menschen kamen dabei zu Tode. Entsprechend gibt es mit der Textilproduktion verbundene menschenrechtliche Probleme. Das ist jetzt wieder meine Spielwiese. Also ein rechtsphilosophischer, rechtsmoralischer Aspekt des Ganzen. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird durch gefährliche Arbeitsbedingungen bedroht. Und wirtschaftliche und soziale Menschenrechte auf angemessene Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und auf Urlaub bleiben trotz Vollzeitarbeit unerfüllt. Über das Menschenrecht auf Urlaub werden immer Witze gemacht. Man sagt, ja, man muss ja erstmal alle anderen Menschenrechte erfüllt haben, bevor man den Leuten dann Urlaub gönnen darf. Aber ich glaube, in diesem Kontext Textilindustrie sieht man sehr deutlich, dass Urlaub notwendig ist, wenn man solche Arbeitsbedingungen hat und dass kein Mensch 16, 20 Stunden am Tag, 7 Stunden die Woche ohne Pause arbeiten kann. Also Menschenrecht auf Urlaub hat hier seinen guten Sinn. Der Gewinn der Unternehmen im obigen Beispiel 14% ist im Vergleich zu den Ausgaben für die Löhne der Arbeiterinnen 0,4% so hoch, dass es leicht möglich wäre, unterstelle ich jetzt mal als Laien, den Lohn der Arbeiterinnen zu verdoppeln, ohne dem Unternehmen, dem Einzelhandel oder den Konsumenten empfindliche Einbußen zuzumuten. Würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen, aber so von außen betrachtet scheint mir das jetzt erstmal so. Gut. Jetzt lassen Sie uns ein bisschen über Ausbeutung sprechen. Viel definiert worden der Begriff. Ich verstehe hier unter Ausbeutung eine Sache, die drei Kriterien erfüllen muss. Erstens Existenzminimum, ein würdiges Existenzminimum gemäß sozialer Menschenrechte, allgemeine Erklärung Artikel 22 bis 26, wird trotz langer, harter Arbeit nicht erreicht. Also wenn jemand genug Geld verdient, dann würde ich nicht von Ausbeutung sprechen. Ja? Also trotz Arbeit kein würdiges Existenzminimum. Erstes Kriterium. Zweites Kriterium, Alternativlosigkeit für die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer sind von den Arbeitgebern abhängig. Sie haben keine Alternative einer Arbeit zu besseren Konditionen. Wenn das nämlich gegeben wäre, könnten wir auch nicht von Ausbeutung sprechen. Dann könnten die Leute sich ja einfach dem besseren Job zuwenden und die Firma, die so schlechte Arbeitsbedingungen anbietet, könnte halt so nicht mehr produzieren. Drittens, eine realisierbare Alternative für die Unternehmen. Für die Unternehmen oder Arbeitgeber wäre es ohne große Einbußen möglich, dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmern mehr Lohn gezahlt wird. Die Gewinnmargen der global agierenden Unternehmen liegen zwischen 30% und 70%, im Beispiel mit den Schuhen bei 40%. Je nachdem, was man da als Nettogewinn versteht, kann man die Zahlen auch nach unten korrigieren. Aber mir scheint es jedenfalls hoch genug, um zu sagen, da gibt es eine realisierbare Alternative. Wir könnten durchaus mehr Lohn für die Arbeitnehmerinnen bezahlen. By the way, wenn Sie das nicht können,
und es keine realisierbare Alternative für die Unternehmen gibt, dann würde ich auch nicht von Ausbeutung sprechen. Also wenn es wirklich so ist, das Unternehmen struggelt total ums Überleben und es ist jetzt für alle besser, erstmal so weiterzumachen, dann ist nicht die Rede von Ausbeutung. Also ich meine es jetzt hier schon, wenn ich sage Ausbeutung in diesem anspruchsvollen Sinne. Gut. Unternehmen, die vermeidbarerweise Menschenrechtsstandards unterschreiten, vermeidbarerweise ist jetzt wichtig, beuten die Arbeiterinnen aus. Dadurch, glaube ich, verletzen sie starke moralische Pflichten. Denn trotz Arbeit ist kein Existenzminimum gewährleistet. Dringlichkeit gehört zu einer starken Pflicht. Die Pflicht ist klar bestimmt, nämlich einen entsprechenden Lohn zu zahlen. Das ist den auftraggebenden Unternehmen zurechenbar. Zurechenbarkeit, die Zahlung des angemessenen Lohns ist zumutbar. Da habe ich ja mit den Schaubildern jetzt lange dran rumgemacht, um zu versuchen, das zu zeigen. Zumutbarkeit. Also, solange das gegeben ist, Dringlichkeit, Bestimmtheit, Zurechenbarkeit und Zumutbarkeit, würde ich sagen, das entsprechende Unternehmen verletzt eine starke moralische Pflicht, wenn die Arbeiterinnen nicht so bezahlt werden, dass ein Existenzminimum durch Arbeit möglich ist. So, jetzt wieder zu den Konsumentinnen. Die zu überprüfende starke These lautet jetzt: Konsumenten und Konsumentinnen haben eine starke moralische Pflicht, Waren, deren Produktion Ausbeutung beinhaltet, nicht zu kaufen. Und jetzt kommt mein Baby, die Hehlerei-Analogie. Da können wir dann drüber reden, ob die überzeugend ist oder nicht. Prima facie entspricht der Kauf von Hehlerware dem Kauf eines durch Ausbeutung hergestellten Produkts in der Textilindustrie, sage ich. Denn die Hehlerware ist nur durch vorheriges Unrecht erhältlich. Wer sie kauft und davon ausgehen muss, dass sie nicht rechtmäßig erworben wurde, macht sich strafbar. Also nach § 259 StGB ist es in Deutschland so. Ein Beispiel. Hans stiehlt aus Dieters Laden 50 neue Mobiltelefone. Das ist Diebstahl, eine Straftat. Klaus kauft die Mobiltelefone von Hans mit der Absicht, sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Zählerei ist auch strafbar. So, jetzt kommt das Spannende. Jetzt kommt nämlich Anja. Anja, die kauft ein iPhone 6S mit 128 GB von Klaus für 150 Euro. Das ist noch von letztes Jahr das Beispiel, aber ich würde sagen, es ist dieses Jahr auch noch angemessen. Also man merkt, da kann was nicht stimmen mit dem Preis dieser Ware. Anja macht sich ebenfalls der Hehlerei schuldig, da sie wissen muss, dass das Produkt nicht rechtmäßig erworben wurde. Und woher muss sie es wissen? Ja, vom Preis her kann sie es und muss sie es wissen. Übrigens, ganz interessant, wenn die Leute was auf eBay kaufen, dann passiert es zuweilen, kenne ich jetzt schon Beispiele, dass die strafrechtlich untersucht werden. Das hat mir jetzt eine Kollegin erzählt, also ihre Freundin hat in Holland von eBay so ein elektrisches Fahrrad gekauft für relativ wenig Geld und dann stand die Polizei vor der Tür und wollte dann halt nachvollziehen, dass sie wirklich nicht wissen konnte, dass das Ding gestohlen war. Ist dann ohne Strafe davongekommen, aber sie musste natürlich das Rad zurückgeben und hat das Geld, das sie dafür ausgegeben hat, von keinem ersetzt bekommen. Also das ist, was der Gesetzgeber macht, um eben diese Hehlerei möglichst unattraktiv zu machen. Also wenn Sie so ein iPhone kaufen und geben dafür 150 Euro aus, das wird beschlagnahmt, dann haben Sie Ihre 150 Euro gesehen. Die sind dann weg. Und zwar, weil Sie damit eine Straftat begehen. Okay, so. Was ist jetzt das Problem an dem, was Anja, die mich hier interessiert, gemacht hat? Ja, die Abnehmerin Anja ist Conditio sine qua non der Straftat, nämlich des Diebstahls, sofern der Erwerb der Hehlerware erst den Anreiz schafft. Also wenn es hinten keine Anjas gibt, dann macht die ganze Aktion von Hans und von Klaus keinen Sinn. Ja? Weil Diebstahl im großen Stil lohnt sich ja nur, wenn irgendwelche Leute auf eBay oder wo immer diese geklauten Mobiltelefone dann kaufen. Das ist das Problem mit dem, was Anja tut. Conditio sine qua non, also eine Bedingung, ohne die die Straftat nicht begangen würde, ist, dass Anja oder Leute wie Anja am Ende diese gestohlenen Sachen abkaufen.
Ebenso sind die Konsumenten Conditio sine qua non der ausbeuterischen Produktion. Glaube ich jetzt in der Analogie. Analog sind Diebstahl und Ausbeutung sind moralisches Unrecht. Wer das tut, begeht Unrecht. Wer als Conditio sine qua non als Abnehmer dazu beiträgt, begeht ebenfalls Unrecht. Die realisierbare Alternative im Hehlereifall ist, das Mobiltelefon halt legal zu erwerben. Oder wir haben dann wieder die ganzen Probleme, die ich am Anfang als Beispiele erläutert habe. Wenn ich halt nicht genug Geld habe, mir das iPhone 7 legal zu kaufen, kann ich halt was anderes nicht kaufen oder muss halt länger sparen. So sieht es halt dann aus. Die realisierbare Alternative im Textilfall ist, fair gehandelte Textilien zu erwerben. Oder vielleicht auch, wenn man jetzt mehr auf Nico Pechs Vorschläge eingeht, mal nichts Neues erstmal wieder zu kaufen. Die Pflichten jedenfalls sind jeweils klar bestimmt. Disanalog. Und jetzt wird es halt spannend, wie weit man sozusagen diesen moralischen Fall in diese Konsumentenethik hineintragen kann oder inwiefern man überhaupt von so einer Konsumentenethik sprechen kann. Es scheint mir jetzt schon sehr daran zu liegen, wie stark die Analogie ist. Jetzt an einem bestimmten Punkt Probleme, nämlich bei der Zurechenbarkeit der Schädigung. Im Hehlereibeispiel besitzt Anja ein Handy, das Dieters Eigentum ist. Dieter ist der Geschädigte. Im Textilfall werden die Arbeiterinnen geschädigt, insofern sie keinen fairen Lohn erhalten. Die Disanalogie besteht zwischen dem Diebstahl einer Sache und Diebstahl der Arbeitskraft, der sich viel schwerer zurechnen lässt. Soll man sagen, dass ein geringer Teil des Turnschuhs noch den Arbeiterinnen gehört, da sie für seine Produktion nicht fair entlohnt wurden? Wenn ein doppelter Lohn für die Arbeiterinnen fair wäre, dann würden 0,4% des vom Konsumenten erworbenen Turnschuhs den Arbeiterinnen gestohlen sein. Welche 0,4% das sind, bleibt aber offen. Und da bricht die Analogie so ein bisschen ein, halt an der Stelle, weil wir die Ware, die gestohlen worden ist, irgendwie nicht in Analogie bringen können mit dem, was den Arbeiterinnen an Unrecht geschieht. Zumindest im Moment mein Stand der Betrachtung. Wenn Sie da einen Vorschlag haben, wie wir das doch hinkriegen, dann wäre ich auch dankbar. Gut, ich glaube, dass es dagegen kein Problem ist, dass sich nicht feststellen lässt, welche Arbeiterinnen genau den Schuh produziert haben, denn bei Hehlerware lässt sich die Herkunft oft auch nicht mehr genau feststellen. Auch hinsichtlich der Zumutbarkeit können Disanalogien bestehen. Das hängt davon ab, über welche Ressourcen die Konsumentin verfügt. Nimmt man nicht nur das Konsumverhalten in Bezug auf Bekleidung, sondern das gesamte Konsumverhalten in den Blick, dann kann sich irgendwann ein Zumutbarkeitsproblem ergeben. Dann wäre der Kauf von fairen Produkten supererogatorisch. Also ich habe ja angefangen mit meinen gesamten Konsumentscheidungen, die alle moralisch problematische Entscheidungen beinhalten können, zum Beispiel, dass ich mit dem Flugzeug fliege, dass ich ein Auto besitze und kein Carsharing mache, womit man sich jetzt ernährt, ist auch so eine Frage. Und dann habe ich mich fokussiert in dem Vortrag auf die Textilindustrie. Aber wenn wir jetzt natürlich versuchen wollen, denken Sie an den Vortrag vor meinem, einen nachhaltigen Lebensstil zu praktizieren, dann müssten wir natürlich unser Konsumverhalten insgesamt total umstellen. Also nicht nur, was die Konsumentscheidungen in Bezug auf Textilien betrifft, sondern auch in Bezug auf die ganzen anderen Zusammenhänge, in denen wir Konsumentscheidungen treffen. Und da könnte es sein, wenn wir das insgesamt anwenden, dass es irgendwann unzumutbar wird. Was ist denn jetzt Zumutbarkeit? Ich will es mal mit zwei Extremen eines Spektrums versuchen, so ein bisschen einzufangen. Also in der Moralphilosophie verbreitet folgendes Kriterium: Es ist zumutbar, so lange auf Produkte zu verzichten, die in der Wertschöpfungskette Ausbeutung enthalten, bis man selbst unter das Existenzminimum fallen würde. Das ist total extrem. Aber haben doch einige vertreten, die denken, die Moral ist eine wichtige Sache, eigentlich die wichtigste Sache, mit der wir unser Handeln und unsere Weltsicht so betrachten sollten.
Also solange wir noch anderen helfen können oder bestimmte Schädigungen vermeiden können, das gilt, bis wir selbst unter das Existenzminimum fallen würden. Ganz extrem. Auf der anderen Seite, jetzt sehr wenig extrem, es ist zumutbar, so lange auf Produkte zu verzichten, die in der Wertschöpfungskette Ausbeutung enthalten, bis der eigene Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten werden könnte. Jetzt kommt natürlich darauf an, was man so unter dem Lebensstandard versteht, aber Sie sehen, während das eine ein super hartes Kriterium ist, ist das jetzt super weich. Dann könnte ich sagen, ja, also schon wenn ich nicht mehr zweimal im Jahr in Urlaub fliege, dann ist halt mein Lebensstandard gefährdet und das ist für mich total unzumutbar. Und es ist natürlich auch sehr subjektiv, ab wann ich glaube, dass ich meinen Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten kann und so weiter. Und das fand ich eigentlich sehr interessant an dem Vortrag vorher, was heißt eigentlich Lebensstandard? Also, dass man jetzt alle 2 Jahre ein neues Mobiltelefon braucht und einen neuen Laptop und so weiter. Ist es der Lebensstandard, hinter den man nicht zurückfallen sollte? Ist es unzumutbar, das zu verlangen, dass wir jetzt mit weniger Produkten auskommen? Das ist halt an der Stelle genau die interessante Frage, die ich jetzt nicht erschöpfend an der Stelle beantworten möchte, aber Ihnen doch mitgeben, das sind so die 2 Extreme des Spektrums der Zumutbarkeit und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Gut, der Zwischenstand. Obwohl die Analogie zur Hehlerei sehr weit trägt, zeigt sich, dass Konsumentenpflichten möglicherweise nur schwache Pflichten sind, sofern sie eines oder mehrere der Kriterien für starke Pflichten nicht erfüllen. Auch wenn Dringlichkeit und Bestimmtheit erfüllt sind, kann, abhängig von den Ressourcen der Konsumenten, die Zumutbarkeit unerfüllt sein. Besondere Schwierigkeiten gibt es mit der Zurechenbarkeit der Schädigung. Falls Konsumentenpflichten nur schwache Pflichten sind, ähneln sie klassischen Tugendpflichten, die dem Handelnden einen Spielraum bei der Pflichterfüllung einräumen. Sind Sie keine Philosophen? Wenn man denen das sagt, dann können die sich was drunter vorstellen. Eine Tugendpflicht ist halt keine Rechtspflicht. Wenn ich eine Tugendpflicht erfülle, dann werde ich dafür nicht bestraft, aber ich soll es doch machen. Also ich sollte versuchen, anderen zu helfen, wenn ich das kann. Und auch eben, das war ja mein Kriterium überhaupt für eine Pflicht, wenn es mir zumutbar ist. Und so scheint sich's auch, das wäre jetzt mein Zwischenstand, bei dem ich so, wie es die Zeit mir sagt, dann auch gleich belassen werde. Ja, das hat auch den Charme, dass es diesen Spielraum bei der Pflichterfüllung gibt und dass wir jetzt nicht gegeneinander ausspielen müssen. Zum Beispiel jemand, die Veganerin ist, aber bei Primark einkauft. Wenn man jetzt sagen, ja, letzteres ist nicht so toll, ersteres ist aber doch sehr bewusst und sehr lobenswert. Also ist für die Person vielleicht der Spielraum so ausgeschöpft, dass es dieser Person besonders leicht fällt, jetzt auf tierische Produkte zu verzichten. Wenn jetzt von derselben Person auch noch verlangt, dass sie nicht mehr bei Primark einkauft, obwohl sie das jetzt halt besonders super gerne tut, dann ist es vielleicht zu viel verlangt. Und das Umgekehrte gibt es auch. Leute, die sehr bewusst sich kleiden, aber doch auf ihren Burger einfach nicht verzichten wollen. Und da würde ich dann sagen, das ist eben genau dieser Spielraum bei der Pflichterfüllung, der sich dann ergibt, wenn wir sagen, hier gibt es erstmal schwache Pflichten in der Gesamtheit der Pflichten, dass dann jede und jeder sich auch so ein bisschen raussuchen kann, welcher bewusste Konsum ihm oder ihr am leichtesten fällt. Gut, je mehr jemand tut, desto verdienstlicher handelt er oder sie. Wer gar nichts tut, verletzt diese Pflichten. Ebenso verhält es sich bei Konsumentinnen. Je mehr auf problematische Produkte zugunsten alternativer Produkte verzichtet wird, desto verdienstlicher. Und das ist sozusagen fürs Konsumieren insgesamt die gute Nachricht, dass dieser Spielraum besteht. Für die Moralphilosophen sozusagen die schlechte Nachricht ist, dass sich halt nicht die Hehlerei-Analogie hat voll durchziehen lassen. Sonst wäre mein Ergebnis, ja, wir haben halt eine starke Pflicht, auf diese Textilien entweder zu verzichten oder sie fair zu erwerben. So wie ich es jetzt aber gezeigt habe, ist mein Zwischenstand, dass wir hier nur eine schwache Pflicht haben. Gut, vielen Dank.